Ja, meine Damen und Herren, wir kommen hier einmal zu einem historischen Polit-Spezialisten, natürlich. Und weil das so ist, nehmen wir kein Blatt vorm Mund. Wir sagen die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Da gehen Ihnen die Ohren über, da verschließen sich Ihnen die Augen. Da wird Ihnen Hören und Sehen vergehen, natürlich. Ja, das machen wir. Ja, egal, woher wir es hier uns daherrufen. Es ist nun einmal so. Hören Sie mal gefälligst zu jetzt hier. Na also, bitte, Ton ab jetzt, wunderbar. So, wir haben ja hier schöne harte Einleitung hier von Ihnen gehört, ja. So, dann kommen wir doch mal hier nun wirklich mal zur Sache, ja. Echt zur Sache, zur wirklichen Sache als solches. Ja, das kann ich mal machen. Sie sehen doch diese Nationen um Deutschland drumherum, das sind doch alles irgendwelche Spinner. Die haben doch alle irgendwo einen Dachschaden, ja. Das muss ich ja als Deutscher mal sagen. Ich als Deutscher, ich sag das jetzt hier, ja. Und da können die anderen da mal hinhören, egal welcher Sprache. Es interessiert mich doch überhaupt nicht. Ich sage es einmal. Sie müssen sich das mal so vorstellen. Die Deutschen hatten von den 70er bis in die 80er Jahre einen heimatgewachsenen Terrorismus. Ja, was war das? Das war nicht die Royal Air Force, RAF oder sowas da, ja. RAF, oh, war die RAF, die Rote Armee-Fraktion, ja? Rote Armee-Fraktion, links rot, rot dein Tod. So, und was hatten die für Ansätze? Sie sagten, wir krempeln den Staat um, wir putschen die gesamte Republik, wir heben alles aus den Angeln. Und mit welchen Mitteln? Mord und Totschlag, Bombenanschläge. Auf Kaufhäuser, weiche Ziele, die Zivilbevölkerung. Und was tat der Staat? Er hat gesagt, keine Handbreit, da wird gegen vorgegangen. Das kommt hier nicht in die Tüte. Das merzen wir aus, natürlich. Und was tat der deutsche Staat? Er hat sie ausgeleiert. Er sagt, so kommt ihr hier nicht durch. Ja, und dann sind sie da, wie die Märtyrer, vor sich hin, einige Aussteiger, anderes nachgezottelt, mediale Lügen hinterhergeschoben, ah, verlängerte Arme, als irgendwas, was da noch am Werke gewesen wäre. Alles hat sich totgeorgelt. Kurzer Prozess war das. Ja, aber regen Sie sich doch nicht so auf. Das ist doch alles nicht so schlimm. Natürlich hat es diesen damaligen Terrorismus gegeben. Natürlich standen die Zeitungen von all diesem voll. Natürlich wusste man als Jugendlicher gar nicht, was man davon halten soll. Das ist ja alles, sind einem ja die Ohren übergegangen damals. Das wissen wir ja noch, wie das war. Ja, wir als die Älteren, die da hingucken nochmal auf diese alte Vergangenheit. Nein, es ist vollkommen anders. Sie müssen sich das vorstellen, wie wenn um dieses Terrorismus es willen. Weil sie eine Rote Armee-Fraktion waren. Wenn der Russe dafür auch noch nach Westdeutschland einmarschiert wäre und gesagt hätte, wir müssen diese Terrorzelle möglicherweise noch unterstützen oder sie bekämpfen. Oder der Amerikaner und sagt, nein, das kommt nicht in die Tüte. Da werden wir einmarschieren und werden es bekämpfen. Aber es ist ja nun mal so. Heute geht es so. So macht man es in Syrien. Da rennen drei Terroristen rum oder irgendetwas und da marschieren da gleich die ganzen Völker ein, um den Terrorismus zu bekämpfen. Ja, das ist es doch, was ich sage. Stellen Sie sich das mal vor, irgendein kleines Land, egal was da. Man kann sich kleine Länder aufzählen, auch vom Namen her. Es gibt doch genug auf diesem Erdball. Und wenn da mal irgendeiner mit Terror irgendwas sah, dann sind die nicht fähig, ihren eigenen Terrorismus zu bekämpfen. Er ist ganz anders. Möglicherweise ist einer nicht mehr imstande, seinen Terrorismus zu bekämpfen. Und ruft sich fremde Mächte in sein Land, um diese zu bekämpfen. Das ist es, was die großen Weltimperialisten hier treiben. Ja, das ist es doch. Sie gehen doch nur den kleinen Ländern zur Hilfe, natürlich. Was sage ich doch, dann hätten sie doch bei uns auch mal kommen können und sagen können,
Wir kommen damit unsere, ja, und das machen wir. Wir, sie hätten auch damals in Deutschland sagen können, wir, die Alliierten, werden uns um euren Terrorismus kümmern. Das ist die Lesart heute. Das ist genau die Lesart, was Sie heute in den Medien lesen. Diese großen Nationen machen so etwas. Sie gehen in ein anderes Land und sagen, ich helfe dir mal, deinen abgedrehten Vollidioten da irgendwo da das Handwerk zu legen. Es ist doch alles nicht mehr glaubwürdig. Es glaubt doch kein Mensch. Das steckt doch irgendwas anderes dahinter. Ja, das ist es ja. Natürlich. Natürlich muss da irgendetwas anderes dahinter stecken. Bodenschätze, das Öl, Wirtschaftsinteressen, dieses, egal welche politische Ideologie, das ist doch alles egal. Immer diese Bodenschätze, diese Wirtschaftsinteressen. Das bessere Überleben eines anderen, das ist es doch. Und das ganze Rumgeflunkel. Ja, hätte Deutschland Öl noch und nöcher, hätten sich irgendwelche Alliierte oder irgendwas auch um unseren inneren Terrorismus gekümmert. Das ist es nochmal vielleicht, ja? Vielleicht eine Variante als Angebot des Nachdenkens. Aber glaube ich vielleicht auch noch nicht mal. Also stimmt doch das alles gar nicht. Es ist doch alles gelogen. Lügen über Lügen. Ja, das ist es. Ja, das kann mir keiner erzählen. Mir auch nicht, ja? Da läuft irgendwo einer rum. In Italien gab es auch schon mal Terrorismus. Ist einer einmarschiert? Nein. Es gibt überall auf dieser Erde mal irgendeinen, der dreht da ab, da irgendwas da und so. Und marschiert da einer ein? Nein. Also liegt es an was ganz anderes. Das ist es ja, was ich meine. Und deshalb diese ganzen Scheißlügen. Mir kotzt das einfach alles an. Es ist gelogen. Ja, es ist gelogen. Das können Sie als Berliner sagen. Ja, warum sagen Sie das als Berliner? Weil uns auch nie etwas geholfen hat. Das ist es doch. Bedroht von allen Seiten und was hat uns denn geholfen? Entmilitarisiert hat man uns. Nichts anderes. Und das ist, sag ich mal, ich kann diese Lügen nicht ertragen. Alles ist es nun mal. Sie können das nicht ertragen, dann können Sie es ja auch sagen, ne? Ja, das mache ich auch. Man tut nicht mit die ganze Armee irgendwo einmarschieren wegen drei Terroristen. Das ist doch absoluter Unsinn. Natürlich, die sind alles Terroristen. Das kann man doch nicht glauben, den ganzen Quatsch. Aber das ist es ja. Können Sie irgendwelche Kinder, kann man den ganzen Quatsch noch erzählen? Das sind doch Robin Hood-Geschichten. Das ist doch Räuber und Gendarm spielen. Aus dem Kindergarten sowas aber auch. Das ist es. Ich sage das nochmal. Wäre wegen eines einzelnen Terroristen. Oder irgendetwas. Alles nach Deutschland einmarschiert? Sie sind nur wegen einem Terroristen hier einmarschiert. Es war damals der Führer. Sie meinten, er ist ein Terrorist, natürlich. Und da marschieren wir dann mal alle ein. Natürlich, ja, natürlich, natürlich und nochmal natürlich. So ist es nun einmal. Ja, das ist nun mal so. Wegen drei Terroristen machen sie das. Und jetzt haben sie ja, wir wissen ja, was jetzt letztlich gesagt wurde über den Iran. Ja, der Iran, das ganze Land ist nur noch eine ganze Terrororganisation. Das alles ist, das müssen wir nochmal wiederholen, dass wir das jetzt da haben, ja? Und so. Ja, das ist es, das sage ich doch. Der Vorwand des Terrorismus ist allein auch schon eine Art Felsfleck oder irgendwas da. Wenn das nicht so wäre, dann wären sie doch bei uns einmarschiert. Wegen dem Terrorismus der RAF damals in den 70er, 80er Jahre, das ist doch nun mal so. Und deshalb glaube ich diesen ganzen Unsinn nicht. Ja, es ist ihr gutes Recht, es so zu sagen. Es scheinen doch andere Interessen dahinter zu stecken. Jetzt haben sie schon mal gesagt, jetzt reicht es. Na gut, dann gehen wir hier raus, dann reicht es ja auch. Ja, ich danke Ihnen mal schön, ja, dass Sie überhaupt mal zugehört haben. Ja, wem wollen wir das überhaupt mal erzählen? Es glaubt uns doch kein Mensch. Ja, es ist so, es glaubt keiner. Belassen wir das da. Ja, belassen wir das. Ja, meine Damen und Herren, haben Sie das gehört? Ja, da geht eine ganze Volksarmee geht da los, da wegen, weil ein Staat es nicht mehr schafft, mit seinen drei Terroristen da klarzukommen. Wer glaubt denn diesen ganzen Unsinn? Na, wir glauben das auch nicht mehr. Bleiben Sie uns wohl auf, das war hier mal ein Bashing als solches, dass wir sagen, das ist nicht zum Aushalten, diese ganzen, sind es wirklich Märchen? Wir glauben, dass es Märchen sind. Es kann ja nicht anders sein. Bleiben Sie uns wohl auf, Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.